Vielen herzlichen Dank, Asgard. Da sind auch die Gärten drin, das sind Asengärten, Paradiesgärten. Das ist wieder die Brücke zum letzten Mal, zu den Gemeinschaftsgärten. Und da möchte ich auch noch kurz was sagen dazu. Und zwar, da gibt es schon eine ganze Menge, Mignon. Also, es gibt Pflanzerei Schallmoos, Stadtgarten Salzburg, Initiative Stadtteilgarten Itzling zum selber pflanzen, interkultureller Gemeinschaftsgarten Neumarkt am Wallersee, Waldgarten Eigen, Erdling, Verein für kooperative Landwirtschaft vom Konsumenten zum Co-Produzenten, Einkaufsgemeinschaft Salzburg, Food Cops in Salzburg, was gibt's da noch? Solawi Gemeinschaftsgarten, Johanna Hof und Anastasia Land, da steht übrigens der Rupert Peterlechner sitzt dort hinten. Das ist der Mr. Anastasia Land. Schön, dass er da ist. Ich glaube, es gibt in Europa kaum einen Fleck, wo nicht irgendwo eine Pflanze vom Ruppi wächst oder irgendwas steht über die Jahre. Also der hat seine Setzlinge, seine Kinder schon weit verbreitet. Ja, wer diese Liste haben möchte, bitte zu der Isabella gehen. E-Mail geben. Isabella ist die Frau mit dem wallenden Haar, die manchmal Brille trägt, manchmal nicht, genau. Und lasst euch das zuschicken. Da sind die Webseiten drauf und so weiter. Also wer gern gatteln will und wem es daheim nicht genug ist, es gibt Helping Hands, sind überall gern gesehen. Noch zwei Veranstaltungshinweise, und zwar am 30. März bin ich als Musikant zu Gast bei der Manuela Geiswinkler und ihrem Freundeskreis. Da gibt es jetzt eine www.freundeskreis-salzburg.at, eine neue Seite. Und wir werden das machen im Wesnerhaus in Liefering. Also 30. März ist auch ein Montag. Und wir kommen uns da an in die Quere, weil das nächste Mal Montagsinfo hier ist am 20. April. Also wer jetzt Schreibzeug nicht auspackelt, hat ein Superhirn. Oder einen Computer daheim.